Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Moin und hallo Leute, willkommen bei Sex Games and Drug and Roll. Unterwegs bin ich heute in Stalker 3F mit einem Bild, den Dumme Ziso sich gewünscht hat, beziehungsweise ein Bild, der dem ganzen Fass entspricht. Er hat sich gewünscht oder er hat vorgeschlagen 4 PPCs, 2 Medium Laser und 2 Short Range Missile 6er. Aber zwecks Hitzeeffizienz sowie auch einer etwas gesteigerten Effizienz gegen Lightmax habe ich die Short Range Missile 6er einfach gegen Streaks ausgetauscht, weil man damit die Lightmax ja doch ein bisschen besser trifft und es ermöglicht einem doch nochmal hier und da ein E-Sync mehr reinzusetzen. Also ein für mich so dann insgesamt gut abgerundeter Bild und ich bin mal gespannt, ob sich die Kiste jetzt endlich ordentlich schlägt. Ich hatte bis jetzt nur beschissene Matches, entweder ein Cap Lose oder mein Team hat sich in 3 Gruppen aufgeteilt, wobei von jeder Gruppe dann noch immer wieder ein paar Spieler hin und her liefen oder die haben sich einzeln abschießen lassen oder sonst was. Also bis jetzt ist mein 3F mit diesem Bild wirklich hart vom Pech verfolgt und ich hoffe ja echt hart, dass sich das jetzt mal ändert. Eieieiei, also da geht ordentlich was rund. Ich habe ihm aber den Arm rot gefärbt von der Panzerung her, das ist doch schon mal nice. Auf jeden Fall nehmt ihr so die Medium Laser und die Streak Short Range Missiles natürlich für Short Range. Bei den Medium Lasern könnt ihr natürlich auch ein bisschen auf Mid Range gehen, aber Short Range ist da am ehesten zu empfehlen, weil dann ist halt natürlich die volle Schadenseffizienz da und die Dinger sind halt auch noch unterstützt durch die Streak Short Range Missiles, was dann so das Ganze perfekt abrundet für die Form. Spider mit 3 Flamern, das ist so das Überflüssigste, was es gibt überhaupt, ganz ehrlich. Ja genau, wenn ihr im Nahkampf seid und der Gegner ist weit genug weg und eure Hitze lässt es zu, dann könnt ihr ihm natürlich auch nochmal eine PPC mit ins Gesicht drücken. Alle rennen sehen, hey, da ist ein gegnerischer Mech, der bestimmt zum Tod ist, bevor wir ankommen. Lass uns doch mal loslaufen und die Position verlassen, das haben vorhin auch schon immer so viele gemacht. Ich bin als einziger stehen geblieben und das hat mich dann natürlich hart zerrissen, als der Gegner dann Push gewagt hat. Na, was haben wir denn hier da so überall stehen oder gucken? Ich glaube, ich habe hier auch einfach die falsche Stelle für sowas. Wie geht es hier jetzt? Ah, er ist wieder weg. Schade. Die PPCs könnt ihr euch aufteilen in entweder 2 Waffengruppen zu je 2 PPCs oder aber ihr, also die ihr dann natürlich auch nacheinander so ein bisschen abfeuert, anstatt die beiden Gruppen mit 2 PPCs jeweils zusammen abzufeuern, weil das würde ja dann den Sinn zerstören davon. Wisst ihr? Ach klar. Also man hätte halt, man macht das ja, um den Alpha die Hitzestrafe zu umgehen. Was zur Hölle ist da los mit mir? Meine Fresse, so ein schlechter PPC-Schütze war ich schon lange nicht mehr. Aber er qualmt jetzt immerhin. Ich glaube, ein bisschen was habe ich kaputt gemacht. Ah. So, also entweder macht ihr jeweils 2 Waffengruppen mit 2 PPCs, die ihr dann mit ein bisschen Zeitverzögerung abfeuert, oder aber ihr geht mit den Dingern, na komm, spring hoch, spring hoch, spring hoch, spring. Jump Jets, komm. Nicht du, du Idiot. Na, fast. Ha! Sehr schön. Oder ihr macht das wie ich und nehmt die PPCs 4 Stück in eine Waffengruppe und das Ganze im Chainfire-Mode. Da könnt ihr halt entweder den Chainfire-Mode schön gedrückt halten, wodurch ihr dann einen ordentlichen Burst-Schaden habt. Der insgesamt Alpha wäre ja theoretisch 40, aber wir alphan ja nicht mit diesem Bild. Target acquired. Misery Lag. Oder ihr könnt dann halt, so wie ich das jetzt auch mache, die PPCs einzeln nacheinander so in Sekundentakt ungefähr abfeuern. Weil das Ganze, oh schade, weggesagt. Macht auch nochmal ordentlich Psychostress beim Gegner, also wie das Dauerfeuer-Dacker von AC2. Und es ist halt so dieser Psychostress-Effekt. Oh scheiße, PPCs, das sind immer 10 Schaden pro PPC. PPCs hauen sowieso immer rein. Da kommt bestimmt ordentlich was bei rum. Und wenn dann so über 10 Sekunden hinweg einfach nur so ein PPC-Dauerfeuer da ist, eine PPC pro Sekunde, dann ist halt der Gegner auch wirklich sehr schnell in der Position, dass er sich zurückzieht. Und die kann ich schon wirklich wieder wunderbar Stress mit den Dingern verursachen. Yes, sir. Endlich läuft das mal einigermaßen hier. Oh, nicht zu mir. Ich könnte mich zwar wahrscheinlich theoretisch gegen Lightmax erwehren, aber ich will es nicht unbedingt herausfinden, ob ich auch so gut kann, wie ich es mir vorstelle.
Und jetzt nochmal eine einzelne PVC reingedrückt und noch eine. Gucken, wie es ihm jetzt geht. Schade, zu schnell wieder weg. Ein Hunchback direkt hier vor der Haustür. Ich glaub's ja nicht. Oh, und er hat unseren Kollegen scheinbar außer Gefecht gesetzt. Das ist nicht gut. Na, wo haben wir denn? Klar, jetzt direkt hier erstmal spannende Mucke anstatten, ne? Oh, das ist so unerhört. Beziehungsweise, es passt ja halt einfach wirklich perfekt mit der Playlist. Boom, Mist. Ah! So viel daneben. Also so dieses PPCs einzeln abfeuern, dann muss ich zugegebenermaßen auch erstmal wirklich noch ein bisschen besser üben. Oh, da kassiere ich jetzt aber gerade auch zu hart. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Jesus Maria. Und ich sollte mich mal zu... What? Was captured denn jetzt unsere Base? Und ich stehe hier hinten alleine auf verlassenem Posten. Ich krieg gleich bestimmt von hinten ordentlich eine über den Deckel. Oh, ich mache genau das Falsche. Wette? Also ich kann jetzt auf jeden Fall nicht dick in der Schlacht mitmischen, wie ich es eigentlich gerne machen würde. Und ich weiß nicht, was da hinten steht. Ich halte auch nicht mehr so viel aus. Das hier ist ein zweite Reihe Mech-Haus. Verdammt, schwieriges Wort. Da war aber so noch nichts, ne? Das Blöde ist, so wie ich auf der Basis auftauche, das ist alles so, dass ich meine PPCs nicht ordentlich anwenden kann. Scheiße, 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 scheiße. Oh, ein Atlas oder was? Holy shit! Überhitzt. Fuck, 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 fuck. Oh, fuck, 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 fahr wieder hoch. Oh, das kann doch nicht sein, nein! Nein! Das Grauen. Verdammte Scheiße, ich hätte es ja beinahe geschafft, ne? Ach, es ist nur noch der eine über. Ha! Verdammt. Ja, aber ihr seht auf jeden Fall, der Bild, der kann auf jeden Fall was, wenn man denn die ganze Zeit beim eigenen Team ist. Ich habe mich, glaube ich, wieder gerade zu stark ablenken lassen. So dass ich... Oh, der arme, arme Stalker, ey. So dass ich halt mich wirklich vom Team entfernt habe, das war mein Fehler. Sonst hätte ich da noch ordentlich mitmischen können. Aber man sieht an den Zahlen zum Schluss hin, das Ding hat auf jeden Fall was drauf. Es macht Psychostress beim Gegner. Man kann ordentlich Damage raushauen. Und so weiter und so fort. Also es lohnt sich definitiv, das mal auszuprobieren, wenn man mit der Hitze klarkommt. Ich hatte jetzt gerade echt so einen Kurzschluss, als ich den Atlas gesehen habe und habe einfach nur doof draufgehalten. Aber man sieht hier 643 Damage und das bei mittelmäßigen Aiming, würde ich mal behaupten. Das kann auf jeden Fall noch besser und da kann man auf jeden Fall was mit reißen mit dem Bild. Leute, jetzt bedanke ich mich erstmal. Schönes Wochenende. Haut weg.